Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minikrek. Nicht Pistenhaus, was soll das Diesmal denn? Nicht. Oh boy. So. Also Kevin und Walkie Talkie machen halt Tränke. Keine Ahnung. Okay, die suchen nämlich andere Spieler. Ja. Keiner geht mehr ins Pistenhaus. Also, es könnte sein, dass da halt noch krasser Loot drin ist, ne? Ja. Deswegen, gucken wir. Wo sind die? Okay, das Pistenhaus muss hier irgendwo sein. Wenn nicht das sogar hier oben ist. Ja, hier oben ist das. Moment. Hä? Hier ist das Melonenhaus! Hä? Das ist so krank. Die guten Erinnerungen mit einer Fishing Rod, ja. Lol, waren früher die. Hä? Okay, das Melonenhaus, Leute. Und hier vorne ist das Pistenhaus, genau. Oh, hä? Hier ist Zeugs? Okay, die haben das gelootet, anscheinend. Ah ja, hier war, glaube ich. Lol! Die Braustation! Leute! Ja, das safe alles noch da. Ja! Das ist halt mega OP. LOL, hier kannst du noch alles machen. Die Frage, haben die mitgenommen? Also die haben so ein bisschen gelootet, ne? Mhm, wahrscheinlich so ein paar Tränke rausgenommen oder so. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gleich sollten die Spieler eh zuschauen dürfen. Hier sind auch noch die ganzen Pferde, Zeugs für die Sortiermaschine. Okay, die haben ja einiges. Jetzt gucken wir mal in meine Enderkiste. Achso, kann ich doch nicht. Da wäre ja sowieso Brosch drin gewesen. Oh lol, guck mal, wo Luca und Fisch sind. Hä, lol, gehen die zum... Als ob die das machen. ist aber das Falsche, ne? Die müssen das aus dem Pistenhaus nehmen. Die nehmen halt das... Oder Moment, haben die... Enderaugen? Oh, lol, ja, was? Als ob die das machen. Auf geht's. Komm, also wenn ihr das schafft, ne, dann kann ich wenigstens sagen, dass er eine Season in Ender Dragon gekillt hat. True. Lol. Nice end, Bro. Lol. Hey, die sind halt in der Farm, ne? Ja. Was ist denn hier passiert? Hä? Ach so, Moment, hier werden irgendwo Ender... Ah, lol, Moment. Hier geht's raus. Nee, ich glaube, die müssen... Hier vorne ist die Enderman-Farm. lol, der Enderman ist gar nicht mehr da, die funktioniert nicht mal. Ja, hier ist... Alter, hier ist voll Enchanting-Zeugs, ne? Wait, was ist hier noch so drin? What? What? Richtig gutes Schwert. Oh, no, no, no. Oh. Oh mein Gott, er gönnt sich gleich das richtig kranke Schwert. Oh, gönnt euch, wenn sie es finden. Ach komm, ihr seht das. Enderman. Und? Seht ihr? Seht ihr die Kiste? Oh ja, sie haben's. Lol. Ja, oben sind die ganzen Endermänner. Wie würde die Farm noch funktionieren? Gucken wir mal, was bei den anderen abgeht. Ja, Alex geht hoch. Aber der wird keine Chance haben. Oh, Kevin und Walkie Talkie sind noch im Pistenhaus. Ich nehme an, die suchen sich halt jetzt noch ein paar Sachen raus. Ja. Lapis.
Federn könntet ihr actually für Pfeile. Oder das ist am besten direkt die Feder, die Pfeilekiste. Ja. Wahrscheinlich alles gelootet. Hey, du, ich hab ja nicht in Blazeworks reingeschaut, aber da ist halt nichts mehr drin. Die müssen in die Brauchstation. Hä? Hey, was war denn das hier? Okay, der Thron. Lol, hier ist der Beacon. Gönnt euch. Gönnt euch das Eisen. Hier ist die Hühnerfarm? Ja, ja. Oh ja, macht einen Spleef-Kampf. Oh boy. Macht das Jump'n'Run, Leute. Moment, was war das hier? Warum leckt's hier so derbe? Oh, hier ist die, hier ist der Partyraum. Oh boy. Anderer Spieler. Gönn dir Kevin Walkie Talk. Nee, doch nicht. Lul, das war dein Name. Oh. Okay, jetzt gehen die irgendwie hoch. Ah, jetzt kommen die zur Eisenfarm. Ich meine, haben die jetzt krasse Trades? Ich glaube nicht. Ah, ich glaube, hier sind keine Betten mehr. Also zählt das nicht als Dorf. Deswegen kommt kein Eisen. Also sonst wäre ja Eisen durchgeflossen durch das System. Mann, nichts funktioniert jetzt. In den Zen-Garten, Leute. Warte, gab es denn nicht irgendwo so ein Secret? Oh, nee, das war das quasi... Hier ist noch eine... Hä? Hier ist ein Buch! Und das Ei! Achso, hä? Ich dachte, ich hab Entschuldigung angeklickt. Ja, gönnt euch das Gunpowder für TNT. Lol. Oder die machen halt jetzt Schadenstränke. Lol, ja. Machen sie? Machen sie. Ich hab im Brauchstand. Oha, lol. Melonensaft. Ja, okay, das kann halt actually krank werden, ne? Mit den Tränken. Boah, hier ist so viel Redstone und alles. Hey, hier ist ein Hund. Moment, sieht man noch die Namen der Pferde? Madara, Ice, Holy, Holly, Donkey. Die Frage ist, ob die irgendwie noch so Alternativ-Stuff bekommen, wie Fisch und Luca es getan haben. Haben die in Rose Wohnung geschaut? Hier sind noch Enderperlen, Sattel, Nametag. Dann haben die, glaube ich, den Stuff von Rose gelootet. Ich glaube, Rose hatte auch mega den guten Stuff. Methos nur Brosch. War das hier Yamas? Nee, das war mal ein Sortiersystem, für, also so ein Lager, aber nichts Besonderes. Mount Everest. Moment, oben. Auf dem Mount Everest. Da liegt doch Apfelsaft. Ja, Apfelsaft. Alter, 2016. Das ist einfach 5 Jahre her. Holy shit. Apfelsaft. Gönnt euch. Ah, die Pferderennbahn hier unten. Toll. Ach, die Pferderennbahn war echt legendäres Projekt. Jo, hier durch. Und dann zack. Hier über den Graben springen. Dann hier durch. Durch das Eisgebiet. Bam, bam, bam. Und dann hier runter. Zack. Und dann... Ach so, ja, das war das Redstone-Gebiet. Und dann kam hier so ein Netherpart. Oh, das war so cool. Und dann hier, zack. Und dann zack, noch durch den Wald. Hier hoch, weil das so krass war. Oh, das war echt alles mega aufwendig. Das sieht richtig aufwendig aus, ja. Ja, wir haben so viel
Liebe in dieses Projekt gesteckt. Holy moly. Ah, oh, Alter, man kommt hier quasi durch das Portal wieder raus. Holy moly. Oh, das war schon krass. Da hatte ich auch echt meine kreativen Phasen. Ah, so ein bisschen Nostalgie farmen. So, und gucken wir mal, was bei den anderen jetzt abgeht. Was war das hier für ein Raum? Irgendwie so ein Cobblestone-Dach. Funktioniert nicht mehr. Achso, und ja, dann hier noch mein Zimmer gab's noch. Okay, mein gesamter Loot ist weg. Die Fallschießanlage. Und hier ist Yamas Zimmer. Ich glaube, hier war gar... LOL. Okay, hier sind noch gute Rüstungsteile. Kann man nichts schlimm gebrauchen. War hier ein Geheimnis hinter? Nee. Baum. Bogenschießanlage. Wenn ihr die sind weg. Oh, 1.8 damals. Wollen die jetzt noch auf dem Mount Everest? Oder gab es irgendwas beim... Okay, hier gab es halt noch ein Beacon. Ah, sonst glaube ich nichts Besonderes. Oh, die Monsterfarm funktioniert glaube ich sogar nicht mehr, lul. Obwohl? Doch. Hä? Funktionieren die Sachen? Ja! LOL! Die Monsterfarm funktioniert noch und die Items werden actually in die Sortiermaschine gebracht. LOL, nice. Hä? Wie geil ist das denn? LOL. Samt einsort. Oha, holy moly, was haben wir hier für Lager gehabt? Mit so viel Zeugs. Oh, what the? Hier in der Windfarm. Ja, wir haben Gravel gesucht, aber es war ein Pissenhaus all along. Irgendwie so ein Schild mit, wo drauf steht Habit. Mit richtig vielen Bs. Hab, wollte man schreiben, glaube ich. Aber die krasseste Rüstung, ja, die gibt's hier. Moment. Nein, sie ist weg! Ist der Schneegolem noch da? Ja! Ah, hier sind 4 Betten für euch, 4. Ja. Ja, der Stall. So, das müssen die halt dafür. Fummel und Lomatrix farmen. Was macht Mevo eigentlich? Oha. Gucken, was Alex so treibt. Da sind so Bücher drin, wo drauf steht an Rose, an Metos. Ja. An Yama. Das glaube ich ist von Weihnachten. Wollen die jetzt hier weiter farmen oder was? Wollen die actually EP farmen? I mean, die. Die funktioniert doch nicht. Ja, die Tränke werden schmecken, ne? Leute, also. Komisch. Okitoki hat die Tränke verkackt. Irgendwie. Ja, glaub schon. Was hat er gemacht? Achso, der hat die nochmal geschlürft irgendwie. Hat vielleicht keine Nitzverwurz reingemacht. Also man kann sich, finde ich, immer noch im Pissenhaus ordentlich gönnen. Finde ich. Hä? Achso, hier ist das Ende der Sortiermaschine, ne? Ja, ja. Yep. So, am Ende wird dann jetzt hier überall das Zeugs vermutlich drin sein. Ja, Cobblestone.
Kürbisse, Cobblestone. Oh, es war so viel Cobblestone, ne? Am Ende wusste man gar nicht, was man mit Cobblestone mehr machen soll. Oh. Witherköpfe? Schade. Nur zwei Stück. Oh, nee! Lol! Drei Stück! Drei! Dann können sie sogar echt noch einen Wither bauen. Raketen? Ah, es gab noch keine Elytra, ne? Nee, sonst hätten wir auf jeden Fall noch irgendwo Elytren gesehen. TNT, wurde das schon alles gesnackt? Ja, vermutlich. Aber nicht das hinter den Hoppern. Hier müssen doch irgendwo auch Dias sein. Wir haben bestimmt. War das vielleicht die Dia-Kiste? Ja, sehr wahrscheinlich. Hier alles rausgenommen wurde. Kohle war nicht so interessant. What? Mob Griefing ist aus? Er ist neu? Glaube ich. Aber warum ist dann... Ach so, lol, die Bell ist von irgendwem anders, der hat die da reingetan. So, was war denn hier? Hier ist der Weg zum End, der offizielle. Und hier ist die Kampfarena. Die wir nie wirklich genutzt haben. Die war nicht so episch. was war das hier? Ah, hier unten war noch irgendwas, ne? Hier dieses Experimentierzimmer. Was war das? Wait, hä? Wow, ich bin verwirrt. Was ist das hier? Also, hier weiß ich auch noch... hier kommt man nicht mehr so weit wegen Spawn. Da ist noch der Geheimraum gewesen. Was war das? Das war irgendwie so ein... Okay, da soll ein Tennisplatz darstellen. Den habe ich auch nicht in Erinnerung. Okay, ist auch noch Stuff. Diamanten. Oha, Küche. Aber so richtig weiß man nicht, was das hier ist, ne? Ich glaube, den Gang habe ich irgendwann mal gebaut. Einfach so. Ja. Was auch immer der bringt. Holy moly. Na, schon so ein paar Erinnerungen. Oh. Jammers Klapse. Mit einer Ho drin. Da hatte er alles, was er brauchte. So. Boah, der Flächeninhalt der Sortiermaschine ist 4500. So hat er das. Hä? Ah, okay, lul. Ach ja, die Slimes kamen dann irgendwann dazu. Und jede Farbe, außer Magenta. Aber keiner hat die Kuhfarm. Oh, lol, die Kühe. Alle in der Ecke, sie wissen's. Über die Jahre haben sie gelernt. Was? Credits exploiten? I don't know. Wie Credits exploiten? I don't know. Oh, Shuriken macht sich gerade auf den Weg. Oh. Wenn der sieht, ja, was die anderen an Zeugs haben. So, Walkie-Talkie und Kevin gehen wieder zum Pistenhaus. Die gehen nicht zum Pistenhaus. Gehen woanders hin. Zu wem gehen die denn? Keine Ahnung. Flum ist noch unter der Erde und stirbt jetzt an einem Creep. Und auch nicht. Mevo. Mevo sieht ganz gut equipped aus. Hey, Mevo ist richtig gut equipped. Es macht zwar nichts gegen Luca und Kitoki und so, aber... Die sind doch schlecht im PvP. Wusstest du? Also, gegen die muss man halt
schon kranke Sachen bringen, ne? Oh, und der Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum ist ja wie Weihnachten hier. In der Weihnachtsbäck. Oh, DMCA. So komisch schief, da passiert das nicht. Wow. Also eine der coolsten Sachen, definitiv die Spleef Arena. Also heutzutage würde ich es, glaube ich, so nicht bauen, weil viel zu viel Holz und viel zu wenig Farbe, aber es hat schon Style. Einfach dieses Holz, einfach so dieses riesige Holzding. Dass es keiner angezündet hat, wundert mich. Oh, läuft, stimmt. Dann hier diese... Moment, es gab schon Hasen in der Version, weil ich weiß, wir hatten ja Hasen reingetan. Da unten ging es dann zu der Battle Arena, genau. Gab es nicht auch mal so einen Jump'n'Run-Raum? Der war doch, ich meine, wenn du aus der Arena rauskommst, statt hier, war dein Ziel, hier hochzukommen? Genau. Hier hat Fabi gecheatet. Bei dem Video, was wir aufgenommen haben. Dann ging es hier irgendwie lang. Hier, das war dann hässlicher Raum, keine Ahnung. Vielleicht hatte ich keinen Bock. Oh, das war sauschwer, der Raum, das zu schaffen. Dann der Pistenraum, der musste immer da drin sein. Oh, richtig stylisch hier gemacht. Und dann, so Wassertempel-Style, wo auch so Wasser kommt. Und dann hier lang. Und drops hier runter. Ist hier hoch. Und kommst einfach hier am Anfang wieder raus. Ja, geil. Und dann, hier ist auch noch so ein geheimer Weihnachtsraum. Boah, so viel haben wir gebaut. Krank, so viel Zeit da investiert. Was auch immer jetzt Luca macht. Wissen die, wo die... Ah, lol, okay, die kämpfen jetzt gleich. Gegen Go Matrix und Fummel. Ich glaube, Kevin Walkie Talkie kommen hinterher, so langsam. Mevo? Chillt auch noch so ein bisschen. Da ist vor allen Dingen noch viel am Schmelzen anscheinend. Gold vor allen Dingen, das ist gut. Wird er brauchen, I mean, aber die einen haben halt ein bisschen viel. So, jetzt. Ja, wo sind die denn jetzt hin? Achso, da, lol. Okay, jetzt haben wir genug Nostalgie gemacht. Jetzt. Wird gekämpft. Yes, bei Game 4. Hm. So, und ich glaube, die anderen kommen gleich auch. Hier, Walkie-Talkie. Irgendwie Flummel hat immer so Mob-Probleme. Wenn er dabei ist, zu kämpfen. Ah, nee, hier ist Alex. Uff, okay, Alex und Kevin und Walkie-Talkie. Oh, die sind schon ganz nah. Ja, es wird gleich halt so gleichzeitig ein Kampf sein. Uff, jetzt gleich geht aber der erste Kampf los zwischen Fisch und Luca. Also mit Fisch, also Fisch und Luca gegen Gomatrix und Flummel. Wahrscheinlich ist es so FE4 oder so. Nee, sieht nicht so aus, ist nicht enchanted. Oh, ist gar nicht, okay. Nee. Oh, jetzt wissen sie es. Oh, sie haben Verbrennungsschwert. Oh, Verbrennung. Ja, aber das haben die auch. Na, wie viel Schaden haben die bekommen? Oh, die haben Stärke. Haben, glaube ich, 50 Goldäpfel, wie sie eben meinten. Lol. Einfach 7 Herzen auf den Schlag. Alter, Go Matrix macht aber noch ordentlich Damage gegen Luca. Ja. Holy moly. Luca nur noch 4 gehabt. Ja. Holy. Nicht schlecht. Krank, ja. Würde man meinen. Respekt. Alex stöbert jetzt im Pistenhaus rum. Hey. Das ist die Pferdelaufbahn. LOL, Opfer. Kein Spaß.
Oh, Feinkontakt gleich vielleicht. Gleich vielleicht. Er wird gleich von irgendwas getroffen, pass auf. Oh boy. Wir sind nur so 50 bis 100 Blöcke entfernt voneinander. Er läuft jetzt einfach die ganze Zeit im Kreis. Boah, ruiniert. Oder ist gelogen? Da muss, glaube ich, 7 stehen. Ui. Haha, er will raus. Oh boy. Wo sind denn Walkie-Talkie und Kevin? Oh, die sind auch jetzt auch in der Pferderennbahn. Weil sie wissen, was ich gesagt habe. Pferderennbahn. Oh. Oh. Aber die haben ja eh den Kompass. Oh, Alex doesn't know, wo das Pistenhaus ist. Ach, als ob der das nicht sieht. Vor allem das Akazienzeug. Er hat das schon gesehen, aber er weiß, dass die da sind. I guess. Scheint ihn zu verfolgen. Gucken wir mal, was mit Mevoland abgeht. Hier geht irgendwo hin. Fisch. Ja, Mevo ist eh jenseits der Welt. So. Oh. Hä? Ne, ist einfach ein bisschen älter. Oh, das Melonenhaus. Es ist halt echt mega Nostalgie. Wer ist beim Melonenhaus? Oh, Churiken. Das waren halt noch echt einfach so random irgendwo ein Melonenhaus gebaut. Ich frage mich, was noch so eines random auf der Map war. Pinkes Schaf, gelbes Schaf, okay. Ja. Braunes Schaf. Ist da wer? Ah ne, das ist einfach ein Spectator. Der Creeper. Moment, die Braustation, wo war... Ach, die war im alten Haus? Okay. Wollt ihr ein paar Bäume, ein paar Äpfel farmen? Könnt ihr hier machen? Moment, hier ist sogar, glaube ich... Hier sind noch... Ja, 2 Äpfel, okay. Was steht da? Zum Lager, okay. Oh, ein Dia, falls... Hä? Karamell-Diamant? War das Karamell? Nicht, war das nicht irgendwie so ein Insider? Der Karamell-Diamant? Oha. Einfach ignorieren. Ja. Karamell-Diamant. Ja, was weiß ich. Irgendwelche Deep Lore, die keiner kennt. Ah, ich werde hier direkt auf Twitter weitergeleitet, wenn ich das google. Oh, Alex. Oh, jetzt will er kämpfen. Oh, er ist richtig ready. Okay, er hat gepearlt. Oh, Alex hat Regen. Ne, hat er nicht. Oh. Oh nein, Alex! No! No, GG. Holy moly. Holy Moses. Aber hey, er wusste eh in 13 Minuten gehen.
Echt? Ja, er hatte gesagt, er kann nur bis halb 10. Jetzt ist 20 nach 9. Also 17 nach 9. Alright. Kinda balanced, I guess. So. Wenn er abstaubt. Komplett Angst gehabt. Ich mach dir einen auf Dingern Romper. What the fuck? The sixth. Lying. The sixth lying. The one deck call the ultimate despair. Ne, ultimate piston. Keine Ahnung. Oh boy. Ja, also Kevin Walkie-Talkie sind, glaube ich, nicht so PPG. Die werden halt sich dann die Schadenstränke gönnen. Secret Ending. Oh, die Boys treffen sich hier. Ja, ja, die treffen sich jetzt. Also, I guess, die werden halt die Schadenstränke werfen. Und das wird's komplett entscheiden, ob die treffen oder nicht. Boy, jetzt geht's los. Einfach Uff. Oh, Luca. Alter, die waren richtig schlecht geworfen. Die waren richtig schlecht geworfen. Nur die erste war gut. Ja. Oh, das sieht aber ausgeglichen aus. Ah, komm schon, Kevin. Halt dich. Oh. Oh, Fisch. Fisch. Oh. What? Oh. Oh, Luca. Oh. Oh boy. Flammenbogen, was? Hab auch noch nie in Minecraft gesehen. Lol, Luca. Ja, schmeiß dir noch. Da habt ihr den Enderman. Ja, lol, Luca, maximal lost. Ja. Oh, den Enderman gekillt. Lol, wurde getroffen. Ich glaube, Luca hat richtig viele Äpfel, ne? Ja. Ja, haben die jetzt auch. Das ist gemeint. Oh, also das Schmecken. Jetzt hat sich das Platz gewendet. Ja, ich, also krass. Die einen, die zwei Bowls auf Fisch waren halt mega strong. Das ist ja eine crazy season.
Scheiße. Oh boy. Hä? Warum enchanten die jetzt erst Zorix? Ist da nicht alles enchanted gewesen? Also davon doch bestimmt ein Crazy Team mit Memo bilden. Du darfst sterben, ja, okay. Oha. Toxic. Nee. Denied, aber richtig. Wenn du die beide mit Protfi und Schaffi umbringen willst. Was heißt hier Protfi? Oh no, sie haben Prot 5. Ist hier so eine Art Kinosaal? Das ist die Nyan Cat. Ja, die Nyan Cat. Oh boy, also was halt mega scuffed sein wird, die, also am Ende werden halt alle Seasons kombiniert sein, alle Regeln. Dann werden wir sowas wie 4-Team-Season machen und alle Spieler sind unsichtbar. Das heißt, du weißt nicht mal, wer ist dein Teammate. Was halt super scuffed ist. Das ist mega pipiger. Das wird richtig pipiger. Holy moly. Ah, gucken, wie die Umfrage ist. Ich kann ja mal kurz eben gucken, nebenbei. Wenn dann mein Handy mal funktionieren würde. Ich sollte Ton ausmachen, nicht, dass jetzt gleich irgendwie das nächstbeste Video angemacht wird. Ja, wäre sogar volle Lautstärke gewesen. Nice. So. Gut, dass du es geliked hast. Oh, alle Spieler unsichtbar. Nice. Nächste Season, alle Spieler unsichtbar. Ja. Yeah. Oh, haben dafür die meisten abgestimmt. Ja, ist halt ulkig, ne? Jetzt. Ah. Jetzt die Frage, machen wir dann danach, mache ich glaube ich 2-Team-Season oder 4-Team-Season. Müssen wir mal gucken. Oh boy. So, Luga. Was machen sie? Trackt Mevo die anderen oder was macht er? Und er rennt dann im Kreis. Ja. So, Junge, wir wollten thematisch hier nach lustig, wie ich nicht gegen zwei Leute mit Power 4 und Instant Damage gewinnen konnte. Oh, die haben immer noch Schadenstränke. Kann sich richtig gönnen. Haben die versucht, nochmal ein Glas zu schmelzen? Oh boy. Wer ist denn in der Richtung? Gar keiner, Lul. Und ich treffe halt einfach nicht. Hä, sind die in der Richtung? Hä, läuft der halt echt weg? Jung. Eigentlich sollten Spectator keine Chance generieren, aber okay. Ja. Obwohl, aber vielleicht weil die generiert sind schon. Ich glaube, will jetzt Luca einfach nur noch einen Kill haben. Hat ihr überhaupt einen Kill schon? Ja, 3 Kills, Alter. Reicht doch für heute. Er geht ins Pistenhaus. Ja. 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 So. Ja. Langsam werden sie ja hier zusammengefuchtelt. Obwohl, nicht so krass. Das dauert. Yep.
gucken wir mal, was Luca sich so im Pistenhaus noch gönnt. Ja, er könnte halt zur... Oha! Hier habe ich meinen ersten Tod im Pistenhaus gehabt. Ja, der muss zur Braustation, I guess. Er geht sogar den offiziellen Weg. Ja, so halb. Giftbrot wäre, glaube ich, stark. Ja. Okay. Hä? Du kannst auch hier oben in die Behälter schauen, ne? Warum nutzt keiner die Braustation? Ich weiß nicht mal, wie die funktioniert mehr. Nice Beschriftung. Also hier vermutlich... Ah, hier oben tust du rein, was du haben willst? Hä? Ach, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung mehr, wie die funktioniert. Ich glaube, das hatte ich mir von Ether oder so mal angeschaut. Komisch. Oh, lol, hier ist ja noch so ein Geschenkding. Lol! Hier ist richtig viel TNT. Hey. Unter den Betten. Und, hey, hier ist ein Command-Block, ne? Was sucht er? Fermentierte Spinnauge, Pilze? Irgendwie sowas? Ach ja, diese Tiermaschine. Oh, er wird den Wither. Komm schon, hol den Wither. Do it. Do it. Do it. Ja, er braucht halt... Achso, Goldnuggets für Gold. TNT auch schon gelootet. Oh. Da ist der Butterschädel. Na, no, was machst du? Hier sind Eisenblöcke, weiße Banner, Glas. Oh. Mann, keiner will den Wither-Kopf oder den Wither spawnen. So, Walkie-Talkie und Kevin tracken. Ah, Mevo ist schon hier am Start. Oh. Haha. Ich glaube, Mevo kennt das Pistenhaus gar nicht. Der wird jetzt mega verwundert sein. Erstmal einen Knopf drücken. Keine Ahnung, was er macht. Achso, ja, er kommt jetzt. Kommt er zum Pistenhaus? Nee. Ah, die anderen sind gar nicht beim Pistenhaus drin. Ah. Hä? Hier unten sieht man die ganzen Höhlen ausgeleuchtet und alles. Holy moly. Oh boy.
Ich überlege, ob wir noch so was wie weitere Maps so von irgendwelchen bekannten YouTubern, zum Beispiel von Etho, so die Map. Also die Survival Map? Ja, von dem. Die ist krank. Die ist richtig krank. Könnte man zum Beispiel machen. Und das ist auch viel mehr auf der Map. Also richtig viel, wie weit der teilweise gebaut hat. Also das wäre auch noch eine Option. Ich stelle es mal zur... einfach weil der teilweise halt... Also sehr viele Sachen waren von ihm inspiriert. Das muss man mal so ein bisschen droppen. Sehr viele Ideen von denen. Bis heute schaue ich den. Das ist halt auch krank. Macht ja auch heute noch... Ja, auf der gleichen Welt. Lol. Ja, das ist schon... Das ist schon krass. Das ist schon krass. Lukas in der Spleef Arena gönnt sich jetzt Malzbier am Malzbierstand. Malzbier? In der Spleef Arena kämpfen ist aber auch schon was Feines. Jetzt macht das Jump'n'Run. Weizen, falls ihr es nicht erkannt habt. Ja, irgendwas leckt hier derbe, wenn man da runter geht. Ah. Hier ist Apfelsaft gestorben, glaube ich. Hier irgendwo. Oh, es ist halt echt Endkampf im Pistenhaus. Uff. Oder am Pistenhaus. Oh boy, war sein Finale. Gab's nicht einmal so eine Lidl-Spleef-Arena hier irgendwie? Und dann ist daraus irgendwie das geboren. Irgendwie sowas. Also theoretisch gesehen, wenn ihr halt alles dann sich selber killen. Ja. Oh, ja, du suchst weiter die Kisten. Mevo-Schild irgendwo. Oh. Wenn man krass ist, kann man halt hier mega gut ausweichen. Oh, Geheimgang öffnen. Wo ist der Weg? Da, dann hier, glaube ich. Hä, wo ist der? Hä, was ist das? So Sauna, glaube ich. Hier. Ja. Oh, die waren echt kawaii. Ich habe Stick. Comparator. Schwert, glaube ich. Spitzhacke. Leuchtet. Ah, was die im Kopf haben? Ja, man. Hat's im Bauch, im Herzen. Ha. Was war hier? Ah, einfach ein Tisch. Okay. Ah, die haben irgendwas gemacht, glaube ich. Oh. Oh, Kampf im Pistenhaus. Kampf im Pistenhaus. Oha. Oh. Uff. Was macht er? Uff. Hä? Warum chillt Mevo die ganze Zeit? Der ist die ganze Zeit auf K. Hä? Er hätte einfach sich ein Pferd holen können. Spoiler, Luca war nicht dein Problem. Ist das Pistenhaus noch drin? Ja, es ist noch drin.
Eigentlich nur wieder How to Save a Life in voller Lautstärke hören, während ich in Finankam sterbe. Also ist alles ziemlich gut gelaufen. Ich bin Metos. Es ist Metos. Ich hab auf Metos Bett gefreakt. Das kann Walkie Talkie jetzt sagen. Ey, er macht vom. Ist der Everest? Nee, ist der nicht. Doch! Nee, ist er nicht. Mount Everest ist höher. Auf der anderen Seite. Der ist, glaube ich, maximale Baufläche. Nee, ist er gar nicht. Hä? Hä? Leute, ist ja nicht mal der höchste. Ja, ist er mega ist schlecht gemacht. Der. Er hat mit diesem Mount Everest gemacht. Leute, die Schilder, die einfach fliegen. Aber die funktioniert noch, die Farben. Das ist halt schon episch. So viel hier gebaut, ey. Moment, war nicht irgendwie da hier noch voll krasser Loot? Oh, die sehen sich. Sehen sie sehr echt? Oder nur einer sieht sie. Ja, sie sehen sich. Der Meo ist noch AFK oder so. Nee, er schreibt, glaube ich, was. Oder muss How to Save a Life anmachen. Schnell YouTube eingeben. Wow. Wow, was ist das denn hier? Oh, das ist die Nyan Cat. Ja. Ganz mit die Pistons. Das leckt so derby hier, what the fuck? Film ab. Da ist die Nyan Cat. Ja, die Young Cat. Ah, mein Güte. Okay. Erstmal Kino. Oh boy. Ich glaube, Mevo kennt das halt echt nicht, ne? Ne, ich glaube auch nicht. Wird so verwirrt sein, was das hier alles ist. Er ist total verunsichert. Was ist das hier? Jetzt kommt. Wo ist das Kino? Ach, da. Ich hab die Kaninchenfarm gesehen. Oh boy. Uff. Die dürfen ja nicht, glaube ich. Doch, dürfen sie. Okay. Wieder schön platzieren. Episch. Episch.
Richtig episch. Ach, das bringt Erinnerungen hoch. War schon ein cooles Projekt. Eine richtig schöne Zeit. Ja, so ist das. nee. Oh, Alter, es hat aufgehört zu laggen. Ja! Lol. Wie es direkt hey. Aufhört. Es fühlt sich so direkt flüssiger an. Das Kino ist aber irgendwie weg. Es ist aus. Noch in die Disco. Gibt's einen Ausschalteknopf oder hat es. Ja, klar gibt's einen Ausschalteknopf. Oh boy. Lul, als ob das funktioniert. Lol. Oh yeah, die Disco. Apfelsaft. Todesort. Oh Mann, das ist so gut. Oh! Oh shit. Das ist blöd. Oh boy. Point rein da. Oh, hier richtig Party. Der Partyraum. Ich glaube, da haben wir alle dran gearbeitet. Oh mein Gott. Wait. Das habe ich halt gesehen. Die Armor-Szenen sind mega verbuggt gewesen. Macht Kuhfarm. Was? Wie, die geht nicht mehr? Was soll das denn? Wie sollte die nicht mehr gehen? Guck dir das an. Einwandfrei. Brutal wie immer. Uff. Ist so. Ach so. Lol, die bleiben da alle stecken. Ja. Ja, okay, Drecksfarm. Wow. Oh, da ist eine Kuh drin. Ja, und jetzt haut's an. Vielleicht drücken sie sich die ganze Zeit dagegen, bis sie dahin ja, kommen. Ja. Eine Kuh ist drin. Wow. Nein. Wow. Und da kommt die nächste. Ey, die klappt ja doch. Altes Hater. Einmal frei. Ja, irgendwie. Die verkriechen sich halt alle auf der einen Ecke, ne? Das ist halt das Komische. Yep. Ich glaube, so eine ganze Pissenhaustour. Uff, ihr müsst gucken, ne? Achso, okay, Höhe 32, geht noch klar. Mevo wird jetzt den Schock bekommen, wenn ihr die Spleef Arena seht. Wie groß die ist.
vielleicht. Oha. Ja, die Teamtrikots sind nicht mehr da. Kuchen. Malzbier. 3G. 3G. 4G. 1G. Ach, es gibt schon 8G, Alter. Wir leben einfach schon in der Zukunft. Es gibt nicht mehr 4G und 5G, sondern 8G. Mann, ja, was für Asymmetrie. Was soll das? Bei mir auf dem Dorf gibt's kein ordentliches Internet. Sie spielen halt jetzt echt Spleef, lol. Lol. Nee, wette, jetzt in Easy den einfachsten Kill, ne? Ja, was, wenn die sich einfach gegenseitig aussperren? Nein, er muss jetzt halt den heftigsten Move aller Zeiten machen. Oh! Oh! Oh. Oha! Zitat Mewo, ich fahre doch jetzt nicht eine Stunde, um Spleef zu spielen. Morgert! Ey, Mewo hat Minecraft gewonnen. Hä? Warum funktioniert der Golem nicht mehr? Aber alles wird halt hier eingesammelt. Mach den Sakko. Oh, ne, das wäre ein Spoiler. Uff. Der vierte Fall. Oh, ich hoffe, Kevin schaut nicht meine Folge. Sonst weiß er jetzt hinaus. Da ist nur noch ein kleiner Zwischenraum. Schaut ihr das währenddessen? Hä? Wo ist ein Zwischenraum? Ja, du nimmst das doch erst auf jetzt. Hä, ja, ich zeig alles. Hey, voll viel Nostalgie und so. Ah, passt schon. Wegen dem Spoiler. Wenn hinter welchem Bild ist das geheime Versteck? Gibt viele. Ach so, hä? Welches? Ach so, das geheime Versteck. Ja, I guess this one. Ah. Das hat Rose gebaut, soweit ich weiß. Hinter dem Kamin. Oh, die wissen eh nicht, was ich meine, oder? Doch, die wissen, was ich meine. Richtige Fanboys. Die wissen schon, wohin. Heißt nicht sogar Fake... Ah, Fake-Fans. Ja. Ich glaube, Walkie Talkie hat es auf jeden Fall geschaut. Fisch auch, glaube ich. Und Luca auch. Wo war die U-Bahn? Sie gehen halt echt überall hin. Müssen langsam schauen wegen der Border, ne? Wo sind die? Oh ja, schon in der Sortiermaschine. Hinten durch. Wither ist jetzt nicht mehr drin. Uff. Moment, die Border ist, glaube ich, richtig schnell jetzt. Ja. Obwohl, nee, es geht sogar. Ja, geht. Oha. Violation. Mythos Leckerli. Okay. Ein Block in 3 Sekunden.
Wo ist Mivo? Okay. Kaputt. Mivo hätte gerne noch mehr geschaut. Die U-Bahn? Wo kam die nochmal raus? Ah, im Zen-Garten. Fake. Oh boy. Ja, hier ist der Spawn. Hier sind wir, glaube ich, damals gespawnt oder so. Ah, nee, hier wohl, der Spawn ist, wo die Dings sind. Die Dropper. Machen wir da ja aus dem Endspawn. Uff. In der Höhle ganz viele Monster. Aber die Command-Blocks funktionieren vermutlich gar nicht mehr richtig. Aber die funktionieren. Outdated. Aber die haben Spawn, also hier an diesem Häuschen, die funktionieren noch. So. Endkampf. Okay. Einfach okay. Ich schmeiß sie einfach zur Seite. Nice. Okay, Kevin startet, I guess. Und go! Oh nein, Mevo. Und Mevo ist tot. Nein, okay. So extrem ist, glaube ich, nicht. Oh, er frisst auch ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Uff. 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 Hindernis, Puck. Okay. Nochmal direkt einen Apfel hinterher. Oh, er kann sich nicht gegenhalten. Oh. Der Wasserexperte. Uff. Oh. Oh nein. No. Oh. Oh. Alter, der hätte den so oft schon töten können, ja, ne, wenn er so statt. Oh. Jetzt aber. Herzlichen Glückwunsch an die Fake-Fans. Oh boy. Ja. Oh boy. Oh, die unsichtbare Season wird so krank. Ja. Vor allen Dingen, Skins wird Meta sein. Skins? Ja, Skins. Mach einfach irgendeinen anderen Skin rein. Oha, jetzt geht's ab. Hat einer nur OP-Apfel? Oha, Kevin wird übelst gerackt. Was soll das? Worst Ending, Omega-Lul. Oh, lol.
Comeback. Is real. Zähne zurückspulen. Zähne zurückspulen? Ja, Life is Strange. Ach so, ich hab verstanden, Zähne. So essen. Ach so. Zähne zurückspulen. Wegen dem Joke von Alex vorhin. Hä? Wenn Zahn in den Nudeln ist, heißt es dann Zahnpasta. Ach so, ja. Aber Kevin hätte da nicht essen müssen. Oh, Walkie-Talkie hat halt... Lol. Kevin geht meistens viel zu sicher. Also, was halt gar nicht so schlecht ist. Ja, es ist schwer immer einzuschätzen, ob man besser liegt oder nicht. Also, als ob er gesneakt hat und dadurch ausgewichen hat. Wie viele Äpfel haben die? Oh, da liegen ja noch ein paar Goldäpfel von Mevo. Oh. Oh. What? Moment, was ist kaputt? Das Schild. Lol. Als ob. Ja. Damit ist er raus. Offiziell. Pock. Ja, moin. Ja, okay, dann war es das aber mit der Season. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schon ein bisschen Nostalgie. Und, ja. Wir sind in der nächsten Season. Da werden anscheinend alle unsichtbar sein. Und ja, dann würde ich sagen, danke für die Season und wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Ciao. Ciao.